Au. Doppel-Au. Ja, einverstanden. Ernsthaft? Können wir laden. Was? So soll es geschehen. Wie kann ich sofort? Was ist los, wenn es dein Wunsch ist? Dein Befehl? Gewiss. Euer Ende ist nah. So, das lief jetzt besser. In Ordnung. Ich will halt nicht wegen jeder Kleinigkeit speichern. Ich will. Ja. Vorwärts! Mögen die Götter mich schützen! Ich höre, ist das alles? So. Und ich sollte sie einfach erstmal sammeln und dann auf einmal identifizieren. Ah, Mist, jetzt ist da noch einer. Kann ich helfen? Was? Sag, was du von mir willst. Was ist los? Ich tu's. Ist etwas nicht in Ordnung? Urteil sie mal ein bisschen. Vita Mortis. Kann ich helfen? Vita Mortis Caria. Wie kann ich helfen? In Ordnung. Ich höre, wenn es sein muss. Ja, man merkt, die kleinen Heilungen bringen fast nichts mehr. Dein Befehl? Satschis. Einverstanden. Also Fischmenschen. Eine Schande, dass wir gewalttätig werden müssen. Man merkt aber, wie gefährlich die sind. Deswegen kommen sie. Deswegen kommen sie im Schwarm. Was? In Ordnung. So. Ach, das waren die Baracken. Das erklärt die vielen Pfeile. Und das hier wird dann die Bücherei sein. Folterkammern. Ja, es soll geschehen. Was ist los, wenn es sein muss? Folterkammern. Yeah. 16 Schaden mal zur Abwechslung. Sag, was du von mir willst. Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Einverstanden. Folterkammern, ja. Ah!
Wie kann ich gewiss? Dein Bef weiter. Ich habe zuerst gedacht, hier wäre eine Bücherei. Also Bibliothek der Yuan-Ti oder nachdem ich die Becken gesehen habe, Brütbecken oder sowas, aber doch nicht die Folterkammern. Ah ja, Folterkammer. Eine Folter war mit Spuren getrocknet und Blutes und verbrannten Fleisch schlucken. Oh, ein Geisterrüstungszauber. Hier ist einmal Dimensionstor und Trank der Schöpferkraft. Ja. Und ein Secret es soll geschehen. In der Wand. Ein Folterinstrument der Yuan-Ti. Oh, ist das alles? Achso, das hat hier geöffnet. Ah. Was ist hier drin? Werkzeug putzen. Putzen, Werkzeug. Ah, Besucher. Steht einen Moment still. Ich kann mich nicht klar sehen. Meine Augen sind nicht mehr gut. Seid ihr als Schüler oder als Patient gekommen? Als Schüler natürlich. Ausgezeichnet. Endlich hat Xunuma meine Wünsche erhöht. Erhört. Nun, Kinder, wenn ihr euch in unserer Gesellschaft wirklich bilden wollt, müsst ihr den feinen Beruf erlernen, die ich vor über 1000 Jahren erlernt habe. Es ist die schönste Anspruchsposition, die unsere Gesellschaft hervorgebracht hat. Und was für eine Kunst ist das? Die Folter natürlich. Sie ist die Methode, mit der unser Volk seit tausenden von Jahren Informationen sammelt. Wenn Reinblüter wie ihr rar oder ineffektiv sind, müssen wir auf direktere Mittel zurückgreifen, um etwas über unsere Feinde zu erfahren. Nur so schändliche Kreaturen wie ihr würdet die Folter als Kunst sehen. Sicher, glaube ich. Ja, das habe ich auch immer gedacht. Folter ist großartig. Sicher, glaube ich. Wartet, wartet. Mit euch steht etwas nicht. Betrüger, Betrüger. Verdammt, sollen meine versagenden Augen sein. Sagt, was ihr wisst. Wachen, helft mir. Okay, wir haben quälende Schmerzen. Oh, der wird Personen festhalten, was nicht so schön ist. Ich fürchte, mich hat... Wie kann ich helfen? Ich fürchte, mich hat es gewählt. Hand auflegen. Dein Befehl? So. Ich wasch mir mein Bart in deinem Blut. Oh, Folterer. Ja, ein Folterinstrument der Yuan-Ti. Oh, und schöne Sachen. Ein Wurfbeil. Eine Helebarde. Ja, sofort. Oh, sehr schön, Helebarden. Ein Ring. So, dann guck du dir doch mal diese Sachen an. Tom. Brauchst du mich? Mana potentis parum. Höre. So, du hast jetzt Handlungsfreiheit. Wurfbeil ist nicht identifizierbar. Der Trank auch nicht. Der Ring auch nicht. Das sind Pfeile. Helebarde-Verteidiger? Wie die meisten Helebarden besteht auch diese Waffe aus einer hackebeil-ähnlichen Klinge, die mit einem circa 1,80 Meter langen Stiel befestigt ist. Die Helebarde wurde auch mit mehr magischen Eigenschaften versehen, um sie noch nützlicher für den Kampf zu machen. Ihre scharfe Klinge zum Beispiel durchtrennt zum Beispiel das Fleisch des Gegners bis auf den Knochen, während der Widerhaken an der Spitze Lücken in seiner Rüstung ausnutzt. Diese Helebarde wurde zudem mit verschiedenen magischen Kräften belegt.
ETW plus 1, okay, das ist eine Helebarde plus 1. Plus 1 Rüstungsklasse-Bonus, was sehr schön ist für Hagrim. Und Widerstand gegen Kälte und Klinge. Das ist natürlich ganz gut. Also ETW um 1 und Schaden 1 verbessert nur, aber die Rüstungsklasse um 1. Ja, okay, was auch nicht sonderlich so viel ist. So, dann identifizieren wir das Zeug, sobald du wieder unter den normalen Menschen bist. Wie lautet deine Aufgabe? Währenddessen können wir mal... Vita Mortis Kaya. Heilen. Vita Mortis Kaya. Ja, ich sollte die Verteidigungskoordination auch mal benutzen, denke ich. Vita Mortis Kaya. So. Ist etwas nicht in Ordnung? Ja, Schmerz. Oh, Schmerz sinkt die Geschicklichkeit aber übelst. Ah ja, jetzt hat er schon mal wenigstens ein ETW von 0. Eine Rüstungsklasse von 0. Ja? So, was haben wir hier? Dieser verfluchte Ring verschmilzt mit dem Finger seines Trägers. Er löst sich erst wieder, wenn der Fluch gebrochen wird. Solange der Zauber des Rings wirkt, leidet der Träger zusätzlichen Schaden bei Nahkampfangriffen. Es ist bekannt, dass die Lovitaria sich einen Spaß daraus machen, solche Ringe zu fertigen und in den Reichen zu verteilen. Danke, nein. Noch mehr Schlangenschuppenöl. Ja, kannst du mal haben. Wurf bei plus 2, präzise. Spezielles Merkmal, kehrt nach dem Wurf in die Hand des Werfers zurück. Kann aber leider nicht von Magiern benutzt werden. Magier können zwar Wurfwaffen benutzen, aber keine Wurfbeile. Nee. So. Wie kann ich in Ordnung? Und ja, wir kommen hier leider echt nur stückweise voran. Was? So soll es geschehen. Okay, hier kann ich dein Befehl Fallen suchen. Was ist los? Hier ist nämlich niemand. Hier sind aber auch irgendwie keine Fallen. Okay. Was hier drin ist. Jede Menge Yuan-Ti-Priester. Hitachi-Brutkammer. Kann ich helfen?